Dritter Tag in Abu Dhabi. Heute gehen wir die Sheikh Zayed Grand Moschee besuchen. By the way, an dem Tag war es so windig, deswegen war das eine super Aktivität. Eintritt ist kostenlos, du musst dich nur vorher online registrieren und kriegst einen QR-Code. Der wird auch mehrmals gescannt, Leute, deswegen mach das unbedingt. Außerdem achtet bitte auf die Kleidungsordnung, lange Sachen, Kopfbedeckung bei den Frauen. Ich habe mich einfach für indische Kleidung entschieden. Ihr könnt aber vor der Moschee gibt es auch so eine kleine Untergrund-Mall, da könnt ihr auch viel einkaufen. Aber indische Kleidung war für mich einfach perfekt. In der Moschee angekommen gibt es dann auch einen bestimmten Weg, den man laufen kann, um die Moschee zu betrachten, zu sehen. Und alles wurde sehr respektvoll gemacht. Ich fand das richtig schön. Und dann gab es noch einen kleinen Shuttle-Service zurück zum Anfang, zu dieser Mall, die ich euch am Anfang erzählt habe. Da haben wir uns Magneten gekauft, waren kurz bei Tim Hortons und nicht weiter weg gibt es das Denkmal Wahad al-Karama. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Davon kannst du nochmal die Moschee vom Weiten betrachten und dann sind wir wieder zurück zum Mall und haben den Abend genossen.